So, ich hab's geschafft, hochzukommen. Man musste dieses Teil praktisch von der gegenüberliegenden Seite aus, wo der andere, dieser Geist da wartet, wenn es unten ist, erstmal nach links gehen und dann wieder zurückgehen, dass es in dieser kleinen Spalte wartet. Und dann kann man praktisch draufhauen mit der Bola und er fliegt so hoch, dieser Stern, und entfaltet sich. Da konnten wir jetzt hochklettern. Anders ging's nicht. Das war schon sehr merkwürdig, aber gut. Manches Spiel hat halt seine Eigenheiten. Ich hoffe, dass das jetzt hier bei dem nicht so ist. Dass das jetzt da besser geht. Erstmal treffen, ne? Jawohl. Das hat geklappt. Ich komme ja schon. Jawohl, sehr schön. Mit dem Wind. Oh, da ist der böse Mann. Da ist der böse Mann. Ich denke, ich. Was ist jetzt? Dann müssen wir mal wieder rennen. Renn, kleiner Fuchs, renn! Was ist denn jetzt? So schnell kann man ja gar nicht. Oh. Ihr seht, ich sterbe hier öfters. Kann man auch nicht töten mit der. Oh. Jetzt hat er angehalten. Dieser böse, böse Mann. Der hat aber auch eine Ausdauer hier. Oh. Wir sind entkommen. Aber das nur ganz knapp hier nach zweimal Sterben. Was haben wir denn hier Neues? Nichts weiteres? Nein. Okay, dann gehen wir weiter. Aber wir haben hier nichts Neues. Nee. Nee. Obwohl hier steht einer neu. Mal schauen.
Ja, mal sehen. Füchschen. Oh oh. Ich schau gleich nochmal hier das eine an. Was man, das ist die neue Sache, die zeige ich euch. The scaredest I've ever been. I was 12 years old. We floated out on a piece of ice while we were duck hunting. It was a bluebird day, just clear blue skies. And there was three of us, myself, my brother, and my dad. Next thing you know, we see this dark, dark shadow on the ice. We look and it goes behind us. So we all jumped up, startled, and my dad, he started running. We got back to the ridge there. The ice had fractured, cracked, and broke off, and we were floating away. We were drifting. It was close enough to where my dad would have made it. He stopped and he thought about throwing us across, and if one of us was on the other side, we would be split up. So he stopped, and he just so happened to have a cell phone on him. 911 didn't pick up. That's the worst feeling in the world right there. 911 did not pick up. So he left a message because they record their calls. Once he had relayed that information, his cell phone died. That was the scariest moment I've ever had in my life. We were floating away and I thought we were left for dead. He kept calm during this situation. He's bringing out everything positive in this case. You know, I'm crying, my brother's freaking out. It went from clear blue to dense, dense fog. Within a couple hours, we heard the chopper flying around, so they must have gotten our message. We thought we were saved, and then the chopper sound went away. So we lit some of the sled on fire. It's plastic. We thought black smoke in the fog would create some kind of marker. Chopper pilot had mentioned when we got rescued, you could see a glow in the fog, and he slowed down there, and sure enough, as soon as he slowed down, we got within visual. That was definitely the scariest moment of my life, was floating away and not knowing what the outcome was going to be. Ja, es sind wirklich Geschichten, die das Leben schreibt. Wahre Geschichten, ja. Da zeigt sich mal wieder, Ruhe bewahren ist echt das A und O. Mal schauen, was unser kleines Mädchen mit dem Fuchs hier weiter schafft. Oh oh. Ballab. Da muss man schnell sein. Noch. Jetzt kommt wieder der Eisbär. Oh, 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 oh. Schnell! Oh, 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 oh.
Oh Gott, nein! Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Hä? Oh. Oh Gott, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. So war es nicht gedacht, Mensch. So war es doch nicht gedacht. Hä, wie soll das gehen? Ach Leute, das ist echt kein leichtes Spiel. Wieso kann ich über den nicht drüber springen? Wieso geht das nicht? Oh. Was soll das sein? Was soll das sein? Ich kapier's nicht. Oh, ich komme schon wieder nicht weiter, echt. Echt eigenartig hier. Wo sind die Fische? Wieso kommt da nichts? Wieso geht da nichts? Es ist echt erschreckend. Ach Mensch. Es ist ja echt.
So geht's. Das ist ja Wahnsinn. Den Eisbären auf diese kaputte Brücke locken. Dann ist er runtergefallen und dann kamen die Fische. Oh Mann! Da stirbt man ein bisschen arg oft. Ist er jetzt endlich weg? Ja, da hat man keine Zeit zum Ausruhen. Tja, Freunde, das ist echt nicht leicht. Boah, bin jetzt oft gestorben hier. Weil ich im Moment gerade nicht wusste, was ich tun soll. Mit diesen Fischen, die kamen wirklich erst, nachdem der Eisbär runtergefallen ist. Und er kam ja die ganze Zeit nicht auf diese kaputte Brücke und fiel runter. Da wäre es im echten Leben. Da hat man leider nur eine Chance und ein Leben. Ja. Was haben wir denn hier Neues? Das können wir uns mal angucken. We're very much aware of the climate change. And it's been for many years, even before climatologists were noticing the change, in it we're already saying, Sila alanokto, our climate is changing. If the heat is going the way it is right now, for us it's going to be pretty bad. Different birds are coming. And they're coming earlier, and sometimes rain is more than what we want, because when there's more rain, we know it's going to melt the permafrost. In my time as a young whaler, when I was 9 years old, we're hunting from ice that was about 25 feet thick, and there's giant icebergs already floating, coming by. That was the first signs of a changing climate. Ice that never broke before was now moving. Now, here it is 50 years later, we're hunting whale from ice that's 18 inches thick. There's no more thick ice. It's creating a malfunction in our whaling season, is what it is. Actually, more than that, all seasons in general. I think we are more scientists than more people will realize. We have more knowledge of those things than people will ever know. Da hat sie wahrscheinlich recht, dass die mehr davon verstehen wie wir. Und dann mache ich hier mal kurz einen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge.